Die Energiewende, das bedeutet auf grüne, erneuerbare Energien setzen, wie zum Beispiel Windkraft. Nur gerade diese Art Strom zu erzeugen, ist umstritten. So zum Beispiel in der Luzerner Gemeinde Hitzkirch. Dort stimmt die Bevölkerung am 29. November darüber ab, ob so Windanlagen sollen erlaubt sein oder nicht. Was spricht dafür, was dagegen? Der Beat Vogt hat nachgefragt. Der Lindenberg, ein grüner Hügelzug im Seetal. 5 Windräder sollen dort herkommen. Jedenfalls, wenn es nach dem Windpark Lindenberg AG geht, wo unter anderem auch die CKW daran beteiligt ist. 5 Windräder, die ziemlich gut und weit zu sehen wären. Sie wären nämlich knapp 230 Meter hoch. Das sind die höchsten Anlagen in Europa, die man dort plant. Die Anlagen zerschneiden und verschandeln das Naherholungsgebiet. Wenn es Nebel hat, sind alle Leute aus dem Tal hier auf dem Berg oben. Die Anwohner, die hier wohnen, die sind wegen der Natur und wegen der Umwelt hier gekommen und nicht wegen der Industriezone. Sagt der Heiri Knaus vom Verein Pro Lindenberg. Der Verein, wo sich Anwohner vom Gebiet zusammengeschlossen haben und sich mit einer Gemeindeinitiative gegen die Windanlagen wehren. Klar sind die Räder hoch, gibt auch der Josef Schuler zu. Er ist Kantonsrat von der SP und hat sich mit den Befürwortern vom Windpark vom Lindenberg zu einer IG zusammengeschlossen. Aber die Höhe, die bringe auch etwas. Natürlich, je grösser das eine Anlage ist, je mehr Energie kann man gewinnen. Und es lohnt sich eigentlich wirklich, grosse Anlagen zu planen, weil wenn man schon einen Standort hat, oder, und, dann sollte man auch möglichst schauen, dass man die Energie rausholen kann. Die Initianten rechnen damit, dass die grossen Anlagen auf dem Lindenberg Strom für über 7'000 Haushalte würden liefern. Der Josef Schuler ist überzeugt, dass die Bevölkerung von diesen höheren Rädern in der Landschaft nicht gestört wird. Es gibt in verschiedensten Regionen gibt's ja Windräder und dort hat man einfach festgestellt, dass es auch einfach schlussendlich um eine Gewöhnung geht von der Bevölkerung, dass sie sagen, wir wollen erneuerbare Energie und die Energie darf auch sichtbar sein. Also das darf man auch als Zeichen sehen für die Energiezukunft oder Energiestrategie 2050. Man sei nicht gegen die Energiewende, betont der Heiri Knaus von der Windkraftgegner zu Hitzkirch. Er findet aber, man würde viel gescheiter stärker auf Sonnenenergie setzen, die sei günstiger und effizienter als Windenergie. Die Windkraftanlagen in der Schweiz, bis die im Rhoneknie in Wallis, die bringen alle nur zwischen maximal, also 15 bis maximal 21% von ihrer Nennleistung. Also das ist erschreckend wenig. Und auch auf dem Lindenberg hat es nicht genug Wind, dass sich das lohne. Sein Kampf gegen den Windpark hat allerdings noch ein ganz anderes Problem. 4 von den 5 geplanten Windrädern sind nämlich gar nicht auf Hitzkircher Boden. Sie stehen gerade an der Gemeinde- und Kantonsgrenze im aargauischen Beinwil. Diese Initiative brauche ich trotzdem, findet Heiri Knaus. Dann können wir natürlich der Aargauer Seite sagen, also jetzt müssen wir mindestens einmal, wo die Hitzkircher Bevölkerung steht, bevor ihr bei euch abstimmen könnt, wissen wir, was die Luzerner Seite will und was sie nicht will. Dort pressiert es auch etwas mehr. Die Pläne zu den Anlagen auf der Aargauer Seite liegen nämlich zu Beinwil schon öffentlich auf, für das Mitwirkungsverfahren, das noch bis Ende Woche dauert. Der Windkraftbefürworter Josef Schuler findet aber, es nütze nichts, jetzt schon abzustimmen. Zu den Aargauer Anlagen hat die Gemeinde Hitzkirch sowieso nichts zu sagen, sondern nur zu dem einen Windrad, der auf ihrem Boden wäre. Das aber sei noch viel weniger weit geplant. Es gäbe noch nicht einmal einen Umweltverträglichkeitsbericht. Darum ist das einfach viel zu früh, die Abstimmung. Die Initiative tut eigentlich hier wie einen Knebel zwischen den Beinen werfen an den ganzen Prozess, ohne dass die Fakten auf dem Tisch liegen. So sieht es auch der Gemeinderat von Hitzkirch, der empfiehlt, die Initiative abzulehnen. Noch ist also einiges in der Schwebe. Sicher ist erst, am 29. November stimmen die Hitzkircherinnen und Hitzkircher ab und dann weiss man mindestens, ob die Windräder auf dem Lindenberg gegen oder auf Wind bekommen. Der Beat Vogt, auch in einer weiteren Luzerner Gemeinde auf der anderen Seite des Tal regt sich übrigens Widerstand gegen ein Windkraftprojekt. Der geht zum Talag auf dem Stierenberg. In der Gemeinde Rickenbach ist auch eine Initiative lanciert worden. Die Initianten haben rund 550 Unterschriften im Gemeinderat übergeben, wie sie sagen. Warum ist die Windkraft so umstritten, auch wenn es doch in der Schweiz schon 40 so Anlagen gibt? Und wie können sie besser akzeptiert sein? Der Silvan Fischer hat darüber mit verschiedenen Experten geredet.
Einer, der sich bei diesem Thema auskennt, ist der Luzerner Naturwissenschaftler Urs Steiger. Er hat auch beim schweizweiten Projekt Energyscape mitgearbeitet. Dort haben Spezialisten die Bevölkerung befragt. Konkret haben sie den Leuten Bilder und Videos von verschiedenen Landschaftstypen gezeigt. Die Bilder haben sie vorher am Computer bestückt mit Solaranlagen und Windrädern. Einmal mehr, einmal weniger davon. Und eine der Hauptfragen war dann, wie nennt die Leute die Bilder, die Landschaften, wahr? Und um auf ganz sicher gehen, hat man den Leuten zum Teil auch quasi noch einen Lügendetektor angehängt. Beim Projekt Energyscape sind die Stossrichtung klar rausgekommen, sagt der Aussteiger. Und zwar tun die Leute generell Anlagen für erneuerbare Energien so im siedlungsgeprägten Flachland, also das heisst dort, wo in der Agglomeration oder der erweiterten Agglomeration eher akzeptieren und auch in touristisch geprägten Berggebieten eher akzeptieren als in naturnahen Berggebietslandschaften. Oder anders gesagt, wo die Landschaft schon verbaut ist, hat der neue Windräder grundsätzlich bessere Chancen. Bei den Befragungen haben sie auch noch ganz etwas anderes herausgefunden. Photovoltaikanlagen sind schon breit akzeptiert. Wenn also Leute zum Beispiel Fotos von einem grossen Dach sehen, wo keine Solaranlage drauf ist, findet schon, ja, warum da eigentlich nicht? Und da haben die Befragungen genau gezeigt, Windräder könnten von der Tatsache profitieren, dass Photovoltaikanlagen so akzeptiert, ja, fast schon beliebt sind. Also mein Wunsch ist dort eine sinnvolle Kombination, dass man auch sieht, aha, das hat miteinander zu tun. Gebiete, wo sowohl Photovoltaik und Windanlagen haben, das wird eher angenommen als dort, wo nur Windanlagen sind. Oder? Also dort ist der Zusammenhang nachher auch wieder mit der Energiewende um, oder? Dass man das sagt, okay, es macht Sinn, dass man solche Anlagen oder Infrastrukturen hat. Und gleich gäbe es eine Grenze. Mittelgrosse Windparks würden noch akzeptiert, aber ab 10, 15 Windrädern stürzt die Leute. Der Aussteiger redet von einem Kipp-Effekt. Aber natürlich ist bei solchen neuen Anlagen nicht nur die Meinung der Bevölkerung wichtig, sondern es werden auch verschiedene Organisationen involviert. Eine davon ist die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Der ihre Geschäftsführer, der Raimund Rodewald, sagt zu Windrädern ganz grundsätzlich: Der Landschaftsschutz hat ganz klar keine Freude eigentlich an diesen Windkraftprojekten, weil das sind natürlich massive Veränderungen von der Landschaft. Aber ganz verschliessen können sie sich dem Thema natürlich nicht, weil das Ziel vom Bund, die Energiewende bis im Jahr 2050 zu schaffen, die sich vorgeben. Darum sind ihnen verschiedene Kriterien wichtig, die ein Windkraftprojekt erfüllen muss, dass es nicht abgeschossen wird. Der erste Killer ist natürlich, wenn man es gerade jetzt so nennt, das ist jetzt ein bisschen martialisch, oder? Aber ist natürlich die Akzeptanz von der lokalen Bevölkerung. Das ist für uns natürlich sehr wichtig, weil Landschaft ist immer auch etwas, das wertschätzt wird auf der lokalen Ebene. Das andere ist einfach, wir haben seit den 90er Jahren, seitdem eigentlich die Windenergie angefangen hat, sich da niederzulassen in der Schweiz oder europaweit, haben wir Kriterien entwickelt aus Sicht von der Landschaft und haben dort ein paar wesentliche Sachen können erheben, wo auch jetzt von der Gericht wertschätzt ist worden. Und das ist vor allem natürlich die Frage von der Visibilität, also die Einsehbarkeit und die Frage von der Horizontzerschneidung. Dass also Windräder den schönen Weitblick quasi kaputt machen. Darum hat die Stiftung Landschaftsschutz am liebsten, wenn man an geeigneten Standort gerade möglichst viele Anlagen baut. Lieber konzentriert Anlagen entwickeln, als eine sogenannte Verspargelung von der Landschaft hinzunehmen. Aber da kommt die Stiftung immer auch wieder in einen Clinch, weil sich Leute dagegen wehren, dass irgendwo beim Siedlungsgebiet zu gerade eine ganze Reihe von Windrädern reinkommen soll. Da läuft es etwa gleich wie mit Handyantennen. Die meisten Leute finden es grundsätzlich schon sinnvoll, aber dann ja auch nicht etwa in ihrem eigenen Quartier. Fachleute reden hier vom NIMBY-Effekt. Also nicht bei mir in der Nähe. Und dann schiebt man oft Projekte dann eben trotzdem in die unverbaute Landschaft ein, weil es einfach dann wenig Leute betrifft. Und das ist aus unserer Sicht natürlich dann wieder sehr heikel. Ein Argument, das Windkraftgegner auch immer wieder ins Feld führen, ist, Photovoltaikanlagen sind viel günstiger und effizienter als Windräder. Die beiden Arten Strom zu erzeugen, dürfen wir aber nicht als Konkurrenten anschauen, hat auch Felix Niebko von der Schweizerischen Energiestiftung entgegen. Sie hat die Vision, dass sich die Schweiz irgendwann vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt. Der Felix Niebko findet, klar haben beide Vor- und Nachteile, auch je nach Jahreszeit. Er macht Beispiel.
Also rein, wenn man die Fläche anschaut, die es braucht, dann ist Windkraft deutlich effizienter als Photovoltaik. Das kann man klar so festhalten. Rein was die Ausbeute von Winterstrom anbelangt, ist auch die Windkraft effizienter. Dort kommen 2/3 von der Energie im Winter. Bei der Photovoltaik ist es umgekehrt. Wenn Sie im Mittelland, also unter der Nebeldecke, eine Anlage realisieren, dann haben Sie in der Regel 2/3 vom Strom im Sommer. Das heisst, man muss die zwei Technologien nicht gegeneinander ausspielen, sondern die Vorteile von beiden nehmen und probieren, gemeinsam eine Energiezukunft aufzubauen. Dank Windrädern könnte man also gerade im Winter den Anteil von erneuerbaren Energien aus den Steckdosen vergrössern. Und das Potenzial sei hier noch längstens nicht ausgeschöpft. In der Schweiz stehen heute 42 grosse Windkraftanlagen und das ist eindeutig zu wenig. Ich glaube, ungefähr eine Verzehnfachung von dieser Grösse ist sinnvoll, auch unter Berücksichtigung von allen Umweltanliegen, die da noch im Weg stehen, sozusagen. Und das sehen auch die grossen Umweltverbände in der Schweiz so. Aber eben, sagt der Felix Nipko, Umweltanliegen sind das eine. Das andere sei die Akzeptanz der direkt betroffenen Bevölkerung, findet auch er. Die Leute mögen möglichst mitreden bei der Planung und allenfalls sogar mitzahlen. Dass man als Co-Investor sozusagen auftreten kann, oder? Dass die lokale Bevölkerung sich kann mitinvestieren in so ein Windkraftwerk und dann aber natürlich auch von der Profit kann profitieren kann. Und dazu braucht es ja auch noch eine Anpassung im eidgenössischen Energiegesetz, dass Windkraftprojekte mehr finanziell unterstützt werden. Die Diskussion läuft im Bundeshaus. Energiewende versus Widerstand gegen Windräder. Die Problematik stellt sich eben auch ganz konkret Ende November in der Luzerner Gemeinde Hitzkirch, wo die Bevölkerung über eine Windkraftanlage auf dem Lindenberg abstimmt. Wo die Schweiz steht bei der Energiewende, wie der Energiemix in unserem Land produziert wird, das haben wir Ihnen auch online aufbereitet. Sie finden den Artikel auf srf.ch/news.